Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus Ruhrpott. Und heute habe ich hier mal wieder ein kleines Polybag, würde ich sagen. Und zwar gab es diese Polybags bei der Shell für Kunden, die Benzin Super Plus getankt haben, glaube ich, ja. Und da habe ich auch den Aufsteller, der kommt demnächst, wenn alles zusammen komplett ist. Und zwar habe ich hier Ferrari exklusiv die 30194. So sieht das Ganze aus. Ja. Und da sieht man da oben, was steht da? Optional Lizenzprodukt, also ein offizielles Lizenzprodukt, Ferrari Lizenzprodukt. Hier sind die Teile. Das Ganze hat sogar Pullback-Funktion. Und das ist halt ein gebrauchtes Set, klar. Dann haben wir hier total lächerlich drei Prints. Und ein Sticker. Also links und rechts die Lampen, Print, unten Print und oben drauf das Ferrari-Zeichen. Genau, das Ferrari-Zeichen ist ein Sticker. Auch hier ist das Ferrari-Zeichen ein Sticker. Und das hier sind wieder Prints, genau wie da hinten sind Prints. Und die sind auch, wenn man richtig sieht, tiefschwarz. Also nicht irgendwie das Gelb durchguckt und so weiter. Tiefschwarz. So, sind nicht viele Teile, baue ich noch schnell zusammen. Die Anleitung habe ich mir neu gedruckt, weil keine alte mehr vorhanden ist. Ja, Vorderseite, Rückseite und los geht's. Und dann legen wir mal los. Wie gesagt, der Wagen hat Pullback-Funktion. Mal gucken, ob ich den richtigen habe. Schon mit Aufkleber. Da. Schmatzt noch so richtig. Ich weiß gar nicht, ob das ein Sonderteil ist oder nicht, so in dem Schwung. Ah, auf einer Seite führt mir, glaube ich, eine Aufklärung. Da kann auch keine Figur drin sitzen, also das ist einfach nur so ein kleines, dickes, niekes Polybag. Ja. Hab ich. Drehen um. Hier kommen jetzt hinten doppelte Leuchten raus. So.
Das wäre der 458 Italo. Testen. Jupp. Er rennt. So sieht er aus. Wenn der Fokus noch mitspielen würde. Ja, so von vorne. So von hinten. Das ist der 458 Italo. Und weil das jetzt so ein kleines Set war, mache ich jetzt hier noch den hier. Das ist auf derselben Serie. Das ist die 30194, auch ein offizielles Ferrari lizenziertes Produkt. Das ist der 250 GT Berlinetta. Ja. Da ist nur eine Seite Anleitung und andere Seite ist, sind die Autos nochmal drauf. Ups, dann haben wir hier die Teile. Auch wieder Pull weg. Das Grundprinzip unten drunter ist eigentlich immer gleich. Hier haben wir auch vorne Prinz. Ne, hinten. Das hinten Prinz. Ja. Und auch vorne haben wir Prinz. Keine Aufkleber. Da zumindest noch nicht. Obwohl doch, sind doch Aufkleber. Entschuldigung. Der vordere nicht, der oben drauf ist ein Aufkleber. So. An der Seite Fliesen drauf. Da sind auch Aufkleber drauf. Ja. Habe ich. Hier habe ich sogar viele Teile dran. Na, die Teile gehören hier nicht rein. So. Und dann haben wir hier den 250 GT Berlinetta. Mich so ein bisschen stört, dass hier nicht über der Rede ist, aber gut. Ja, und das waren halt so Polybags, die man bekommen hat, wenn man halt an der Shell sich das gute Super Plus oder ich weiß nicht, den anderen Namen hatte, gekauft hat. Und dann hat man diese schnuckligen Dinger hier bekommen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und wie ihr seht, die halten auch. Ja, wunderbar. Dann haben wir diese beiden auch mal abgeschlossen. Und zwar war es dann halt die 30194 und die 30193. Beides Ferrari-Lizenzprodukte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleines, schnuckiges Video. Bestellt euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus und wünsche euch Glück auf, wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.